Christoph, der Vaporizer XY, der dampft doch viel mehr als dieses oder jenes Modell. Dann ist er doch viel besser. Christoph, wie? Das Teil hat nur eine Kammer, die nur 0,2 Gramm fasst. Das Gerät XY fasst aber 0,5 Gramm. Das ist doch viel besser. Christoph, wieso benutzt du eigentlich den Herborizer? Nimm doch einen Ballvape, die dampfen da noch mehr. Das ist doch viel besser. Christoph, verwende doch eine Armored Cap zusätzlich auf dem Dynaweb M+. Dann hast du noch mehr thermische Masse. Das ist doch dann viel besser. Oder auch, Christoph, wieso benutzt du als Wasserfilter dieses kleine AKW? Hol dir doch eine große Bong aus dem Rauchbedarf. Da passt da noch viel mehr Wasser rein. Das ist doch viel besser. Nun, das ist ein Auszug von Aussagen, die mich hier in der Kommunikation erreichen. Und so habe ich mir gedacht, dass ich einmal dieses Video mit dem Thema viel hilft viel, the bigger, the better mache, um einmal mit einem Haufen Missverständnissen aufzuräumen, die gerade unter Menschen, die Vapos gerade für sich entdecken, durch den Raum wabern. Neben dem Aufräumen von diesen Missverständnissen möchte ich aber auch einmal gerne mit euch darauf schauen, wie es dazu kommen konnte, dass die Idee des Mehr ist besser sich so stark verbreiten konnte und so den Finger auch einmal ganz dick auf die eigene Nase und die der internationalen YouTube-Vape-Szene legen. Also, heute lohnt sich wieder einmal dran zu bleiben. Heute wird es aufklärend und selbstkritisch. Ja, hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal, liebe Freundinnen und Freunde der Krauting Clouds. Mein Name ist Christoph von Vapers Kraut Cloud. Ihr Lieben, wie schon in meiner Anmoderation gesagt, begegnen mir immer öfter Aussagen, denen ich entnehme, dass generell die Annahme, dass immer das Extreme auch das Bessere ist, sich verbreitet. Das zieht sich über die Größe der Kräuterkammer, über die Leistung des Heizelementes, die einstellbare Höchsttemperatur, die Fähigkeit zur Kühlung, die gradgenaue Einstellung und so weiter und so fort. Und es zieht sich wie ein roter Faden durch wirklich alle technischen Aspekte, die unsere Geräte so betreffen. In diesem Video möchte ich einmal mit euch auf die technischen Hauptbereiche eines Vapes, Kräuterkammer, Heizung, Steuerung, Kühlung schauen und dabei neutral Vor- und Nachteile besprechen, die das jeweils Größere gegenüber dem Gemäßigten zu bieten hat. Danach reden wir über den Einfluss meiner Papa-Paft und auch anderer Konsumvideos von Vape-Content-Creatorn oder auch Influencern, die in ihren Videos und Livestreams konsumieren, auf die Annahme, dass the bigger auch immer the better ist. Bevor wir nun aber loslegen, möchte ich euch gerne wissen lassen, dass auch dieses Krautcloud-Grundlagenvideo von den Lieben der Firma verdammt normal in Berlin supportet wird. Seit ich vor 13 Jahren meine Leidenschaft für Vaporizer entdeckt habe, bin ich selbst Stammkunde bei verdammt nochmal in Berlin und wurde dort kein einziges Mal enttäuscht. Das Fachwissen und der Kundenservice der Mitarbeitenden sind doch top-notch. Und die Warenpalette ist meines Erachtens nach die breiteste und bestaufgestellte in ganz Europa. Verdammt nochmal ist schlicht und einfach der Nummer 1 Vapo-Shop mit Herz. Punkt. Und wenn ihr mich und meinen Kanal hier unterstützen wollt, findet ihr unter diesem Video einen Link, der euch direkt zu einem dicken grünen Button auf meiner Homepage führt. Wenn ihr da vor eurem Einkauf draufklickt, aktiviert ihr meinen Affiliate-Link bei verdammt normal und ich bekomme etwas von eurem Einkauf ab, ohne dass es euch auch nur einen einzigen Cent mehr kostet. Herzlichen Dank hier für euren Support. Nun, lasst uns zunächst einmal über die Kräuterkammer reden.
Wann immer ich hier ein Gerät mit einer Kammergröße von 0,2 oder kleiner vorstelle, gibt es Leute, die ganz entsetzt reagieren. Bei vielen Menschen besteht also offensichtlich die Annahme, dass eine Kammergröße von unter 0,5 Gramm albern, Spielzeug oder was auch immer ist. Nun, was ist denn der Vorteil einer größeren Kammer? Offensichtlich haben wir natürlich zunächst die Möglichkeit einer längeren Sessiondauer. Wenn wir mehr Kraut in der Kammer haben, können auch bei den ersten Zügen mehr Terpene ausgelöst werden, was in diesen ersten Zügen dann auch für eine geballtere Geschmacksladung sorgt. Aber Vorsicht, dieser Effekt funktioniert auch bei qualitativ nicht so hochwertigen Geräten. Aber im Gegenzug hat man zum Ende der Session auch dann mehr Terpen ausgewaschenes Material zum Dampfen übrig, was geschmacklich nun wirklich nicht jedermanns Sache ist. Und ich finde, dass 0,5 Gramm in einem Vape auch wirklich kein Pappenstiel sind und zweifle einmal sehr an, dass diese Menge für die durchschnittliche Konsummenge da draußen gut angemessen ist. Was ich damit sagen möchte, ist Folgendes. Wenn ihr anfangt, euch mit Vapus zu beschäftigen, nehmt euch da euer eigenes Konsummuster als Maß und hinterfragt einmal, welche Menge ihr so durchschnittlich in Brand steckt. Dann müsst ihr aber noch dazu bedenken, dass ein gutes Gerät locker 30% effizienter bei der Krautverwertung ist als das Feuer. Wenn ihr das berücksichtigt, kommt ihr ungefähr in die Richtung, die Kammergröße maximal für euch haben sollte. Und hier sage ich ganz bewusst maximal. Was ich an dieser Stelle unbedingt zu bedenken geben möchte, ist, dass ich bei keinem einzigen Vape, den ich hier habe, ein paar Probleme daran sehe, die Kammer mal eben auszuleeren und mir eine frische Ladung klar zu machen. Wenn es mir nicht gereicht hat, dann mache ich halt noch einen. Wir reden hier nur von Sekunden und wo ist da das Problem? Zurzeit teste ich gerade hier den Lotus und kann schon vorweg spoilern, dass mich dieses Gerät wirklich begeistert. Wo ich aber bei diesem Gerät viel drüber nachdenke, ist hier die Kräuterkammer. Zum einen wegen ihrer genialen Einfachheit, zum anderen aber wegen ihrer Größe, die mir mit ihrer maximalen Aufnahme von 0,3 Gramm perfekt im Verhältnis Geschmackserhalt, Dampfmenge, Option, Effekt für diesen reinen Konvektionsjahr austariert scheint. Wisst ihr, was ich meine? Auch in meinem Herborizer TI, der seit Jahren mein Haupt-Desktop-Vape ist, packe ich im Regelfall nicht mehr in die Kammer, obgleich da viel mehr reingehen würde. Ich persönlich nehme da lieber eine zweite Kammer und genieße es dafür schön frisch. Aber jeder, wie er es mag. Was ich aber damit absolut klarstellen möchte, ist, die Größe der Kräuterkammer eines Gerätes ist kein, aber auch gar kein Qualitätsmerkmal. Es gibt qualitativ hochwertige High-End-Geräte mit allen möglichen Kammergrößen. Und nochmal, nehmt hier bitte euer eigenes Konsummuster als Maßstab und nicht das irgendeines Menschen im Internet. Also können wir an dieser Stelle schon einmal festhalten, dass viel hilft viel oder the bigger, the better in puncto Kammergröße eindeutig ein Fail ist. Nun kommen wir zum Heizelement. Wir sollten uns denn erst einmal definieren, was hier mit the bigger, the better oder auch viel gemeint ist. Hier reden wir denn unter technischer Betrachtung über die thermische Masse, die ein Gerät zur Extraktion, in unserem Fall von Trockenkräutern, bereitstellt
und über den Zeitraum eines Zuges oder einer Session erhalten oder auch hochhalten kann. Das ist der große Faktor, der die Magie in unseren Geräten letztendlich beeinflusst. Bei den mobilen Geräten möchte ich die Aussage, das thermisch stärkere System ist das bessere, schon fast vollständig bejahen. Bei unseren mobilen, elektrisch betriebenen Geräten wird die zur Verfügung stehende thermische Masse physisch durch zwei Faktoren begrenzt. Da wäre zunächst einmal die Begrenzung in der zur Verfügung stehenden Energie unserer Akkus. Zum anderen der Fakt, dass die im Gerät gespeicherte Hitze auch irgendwann nach außen wieder abgestrahlt werden muss. Sprich, dass ein Gerät irgendwann heiß wird. So balancieren die Entwickler verschiedener guter, portabler, elektrischer betriebener Systeme auch immer an diesen Grenzen. Beim TinyMite 2 hier zum Beispiel, der thermisch für ein portables Gerät sehr stabil ist, gehen die Hersteller ans Limit von dem, was moderne Akkus zu leisten vermögen. Hier wird die thermische Stabilität durch ein extrem niederohmiges Heizelement bereitgestellt, welches absolut keinen Hitzespeicher bedarf. Dafür aber den Akku ans absolute Limit bringt. Beim Angus hier, der thermisch auch für ein mobiles Gerät sehr stabil ist, wurden im Gegensatz zum TinyMite 2 auf eine Hybridlösung zwischen direkter Luftstromerhitzung und thermischen Speicher in Form von Glaskügelchen gesetzt. Auch dies funktioniert in Relation sehr gut, führt das Gerät aber folglich der physikalischen Gesetze bei der thermischen Entlastung an die Grenze. Sprich, wenn wir hier richtig Gas geben, wird das Gerät heiß. So möchte ich generell bei portablen elektronischen Vapes schon bejahen, dass in puncto Heizelementen das stärkere System meist das bessere ist. Hier müssen wir dann aber wissen, dass wir zurzeit mit jedem portablen elektronischen System, welches sehr gut arbeitet, auch einen Kompromiss eingehen müssen. Entweder wir brauchen sehr gute Akkus, die dann hoch belastet und in ihrer Lebenszeit auch sehr eingeschränkt sind. Oder die Kiste wird halt heiß. Hier gibt es noch sehr viel Raum für kreative Entwickler und ich bin sehr gespannt, was da in den nächsten Jahren auf uns zukommen wird. Bei den Tischgeräten, die über einen 220 Volt Anschluss verfügen, haben wir natürlich für unseren Zweck uneingeschränkt Energie zur Verfügung. Und so können auch ganz andere Heizsysteme zum Einsatz kommen, die auch dementsprechend effizienter sind. So können dann hier auch große Mengen an Hitzen erzeugt und gespeichert werden. Hier beim Herberizer TI geschieht das über ein Titanheizelement und beim Herbo XL sowohl wie auch beim Verdamper kommt ein Edelstahl-Glas-Heizelement zum Einsatz. Bei den berühmten Ballvapes wurden in den USA gerade eine Neuentwicklung, die nächste Jagd, werden Industrierubine als Speicher verwendet. The vapors look unhappy at more balls. All diese High-End-Tischgeräte stechen durch ihre extrem hohe thermische Stabilität hervor. Dies hat zur Folge, dass sie auch bei längsten Zügen in ihrer Temperatur nicht einbrechen und so über Züge und ganze Sessions konstant eine gleichbleibende Dampfqualität im vorgewählten Temperaturbereich gewährleisten. So können wir dann bei den Tischgeräten auch schon festhalten, dass ein größeres Heizelement schon von Vorteil ist. Aber auch nur die allerwenigsten Nutzer brauchen einen Ballvape, der die komplette Extraktion von 0,5 Gramm und mehr mit nur einem einzigen Zug ermöglicht. So auch hier wieder. Bitte hinterfragt da euer eigenes Konsummuster. Ich behaupte mal, dass jemand, der es nie mit einem Heavy Hitter bei den Tischgeräten zu tun hatte, sich gar nicht vorstellen kann, wie so ein Teil scheppert.
Natürlich gibt es Menschen, für die das passt und die das genießen. Aber ich hinterfrage mal, ob das für jeden der Fall ist. Und hinterfrage dich da bitte, ehe du dir ein Gerät anschaffst, das dir am Ende viel zu heftig ist. Der nächste Punkt. Gradgenaue Einstellung ist doch viel besser als vorwählbare Temperaturbereiche oder gar mechanische Vapes. Zu diesem Punkt, ihr Lieben, muss ich unbedingt eine ganz eigene Episode machen, da hier wohl ein ganz breites Missverständnis besteht, wie gradgenau denn die Verdampfung in unseren Geräten überhaupt zu steuern ist. Vielleicht ist euch doch schon einmal aufgefallen, dass locker 80% der High-End-Geräte, also die besten Vaporizer, die zurzeit hergestellt werden, gar keine Temperatureinstellung besitzen, sondern lediglich in der Stromstärke oder der Spannung reguliert werden können. Und so ein Annähern der gewünschten Temperatur über eine Tabelle ermöglichen. Es tut mir auch sehr leid, wenn ich euch hier eine Illusion rauben muss. Aber eine temperaturgenaue Einstellung an einem portablen und auch an so manchem günstigen Tischgerät gewährleistet lediglich, dass die von euch vorgewählte Temperatur im Dampfgut nicht überschritten wird. Diese Geräte leisten keinesfalls, dass die Verdampfungstemperatur im Kraut konstant über den gesamten Zug auf der voreingestellten Temperatur bleibt. Das mag vielleicht der fromme Wunsch einiger Hersteller sein, aber am Ende ist es Quatsch. Dann ist mir auch bis heute kein einziges Gerät bekannt, das die Temperatur dort misst, wo es für eine exakte Steuerung des Verdampfungsprozesses wirklich entscheidend wäre. Nämlich im Inneren der Kräuterkammer. Und da müsste dann der Sensor auch noch mitten im Dampfgut platziert sein, um realistische Ergebnisse abzuliefern und so auch eine reale, gradgenauere Steuerung der Verdampfung zu ermöglichen. Mit der Verdampfung der Wirkstoffe tritt auch ein kleiner Kühlungseffekt ein, der ähnlich wie im Kessel einer Destille die Verdunstungstemperatur in einem gewissen Rahmen selbst senkt und reguliert. Das genaue Grad, an dem eure Wirkstoffe sich in Dampf verwandeln, wird so von eurem Kraut selbst und seinen Inhaltsstoffen innerhalb eines gewissen Temperaturspektrums selbst reguliert. Was will ich euch nun damit sagen? Nur weil ein Vaporizer eine Skala mit gradgenauer Einstellung bietet, heißt das noch lange nicht, dass ihr über die gradgenaue Einstellung auch gradgenauen Einfluss auf den Verdampfungsprozess habt. Ihr gewährleistet nur, dass die von euch vorgewählte Temperatur nicht überschritten wird. Ein Vaporizer mit gradgenauer Einstellung ist nicht grundsätzlich besser als ein Gerät mit 4 oder 5 voreingestellten Heizstufen, mit einer Leistungsstromstärkesteuerung oder gar als ein mechanisches Gerät. Wir halten auch hier fest, es gibt sehr gute Geräte mit gradgenauer Einstellung, die auch wirklich eine konstante Temperatur im Luftstrom oder an den Kammerwänden gewährleisten. Der Volcano Hybrid zum Beispiel ist so einer. Aber die Möglichkeit zur gradgenauen Einstellung eines Gerätes ist per se kein Qualitätsmerkmal für einen Vaporizer. Und mit ein wenig Gefühl ist es auch mit Stromstärke geregelten und mechanischen Geräten möglich, gezielt Wirkstoffe aus allen möglichen Kräutern, auch aus anderen Heilkräutern zu entnehmen. Genauso oft stelle ich beim Thema Kühlung fest,
dass hier gerne generalisiert wird, je mehr, desto besser. Mehrfach kam jetzt schon die Idee, wenn man denn wohl zwei Kühleinheiten in den TinyMite 2 hintereinander stecken würde, dann müsse das doch noch viel besser sein, viel besser kühlen. Hier wird denn gerne einmal vergessen, dass wir es bei unseren Vape-Kühlungen auch nur mit passiven Wärmetauschersystemen zu tun haben, die den Dampf maximal auf die Umgebungstemperatur abkühlen können, wenn sie ihn nun nicht gerade vor der Session im Kühlschrank gelegen haben. Und mehr als die Umgebungstemperatur sitzt da nun mal nicht drin, selbst wenn wir 10 Kühleinheiten hintereinander schalten. Dies gilt genauso für Wasserfilter. Im Regelfall versuchen wir hier auch nur Umgebungstemperatur, die ja das Wasser hat, zu erreichen. Wenn man jetzt nicht gerade eine Eisbong oder okay ähnliches verwendet, Ausnahmen. Und persönlich empfinde ich nicht in jedem Fall den kühleren Dampf als den besseren. Hier mal ein Beispiel aus meinen Vapes. Hier habe ich einen DynaVap mit einem Simmeril Stinger zur Kühlung eingebaut. Und hier habe ich einen Omni. Durch den Simmeril Intercooler im Stinger ist der Simmeril bestückte DynaVap wesentlich kühler als der Omni. Was auch sehr klasse ist, wenn man dieses Gerät DL, also mit direkten Lungenzügen, für einen Heavy Hit hernimmt. Für das gemütliche Puffen, aber wie bei einer Tüte, kommt mir der etwas wärmere Dampf hier beim Omni wesentlich mehr entgegen. Und so ist mir auch von einigen Rauchern, die am Switch zum Vaporisieren interessiert sind, oder auch ehemaligen Rauchern bekannt, dass sie etwas wärmeren Dampf durchaus bevorzugen. Also hier muss auch nicht immer das Extrem das Beste sein. Es kommt auch hier wieder ganz auf eure persönlichen Bedürfnisse an. Und ganz wichtig, noch einmal, bei unseren Kühleinheiten handelt es sich um Wärmetauschsysteme, bei denen die Referenz die Umgebungstemperatur darstellt. Mehr geht da aufgrund der physikalischen Gesetze nicht. Nun gilt es aber auch mal, den Finger auf die eigene Nase zu legen und zu hinterfragen, woher dieses Phänomen the bigger, the better kommt. Und da bin ich, genauso wie andere in Videos oder Livestreams konsumierende Vape-Tuber, nicht ganz unschuldig dran. Und so sind auch die Papa Puff-Videos hier von mir ein wirklich zweischneidiges Schwert. Ich behaupte mal, dass 90% von uns Vape-Content-Creatoren eine Toleranz haben, die sich Dorothea und Dietrich Durchschnittsdampfer da draußen gar nicht vorstellen können. Und dann sieht man unser eins hier in den Videos Wolken fressen, als wenn's kein Morgen gäbe. Papa pafft im Verdamper mal eben 1,5 Gramm in 7 Minuten weg. Und Troy und Jerry verballern mal locker 7 bis 10 Gramm pro Person in einer 2,5-stündigen Live-Session, ohne die Depps dazwischendurch mitzuzählen. Nun, die hohe Toleranz liegt bei uns technischen Reviewern da auch in der Natur der Sache. Niemand, der ab und zu gerne mal einen pöfft, kommt auf den Trichter, sich so extrem mit diesen Geräten auseinanderzusetzen oder sie gar zu testen. Und weil wir komische Vape-Video-Vögel so eine hohe Toleranz haben, neigen wir auch dazu, Geräte zu feiern, die Dampf rauswerfen wie nichts Gutes. Und befeuern so den schrägen Gedanken des The Bigger, The Better, selbst ohne Ende. Aber auch zum Thema des zweischneidigen Schwertes der Papa Puff-Videos mache ich mal einen ganz eigenen Clip. Jetzt auch bitte keine Sorge, natürlich wird es auch zukünftig Papa Puff-Videos geben. Nur kurz dazu. Diese Videos haben für die Community meines Erachtens nach eine wichtige Funktion. Aber für jemanden, der ab und zu mal konsumiert und jetzt auf der Suche nach einem ersten Vape ist, kann es auch ganz schön abstoßend wirken,
wenn da einer mit solchen Klüsen keuchend über so einem Vape hängt und feiert, dass sich gerade seine Fontanellen kräuseln. Wenn ihr jetzt zu denen gehört, die auch nicht verstehen können, warum wir solche Videos produzieren, lasst mich euch bitte kurz Folgendes erklären. Es gibt eine Community da draußen, die Vaporizer zu ihrem Hobby gemacht hat. Da gehöre ich auch dazu. Wir sind absolute Nerds, was Vapos angeht. Und die allermeisten von uns sitzen irgendwo ganz allein im stillen Kämmerlein mit diesem Hobby. Wir haben da Foren, über die wir uns technisch austauschen können und das auch machen. Aber fast nie die Gelegenheit, einen zusammen zu paffen. Und so feiern wir diese Videos als eine Art Möglichkeit der gemeinsamen Session. Und wenn es auch nur aus der Konserve ist, wir haben da zurzeit nichts Besseres. Auch ich habe früher schon mit The Vape Kritik gepafft. Und für mich fühlt es sich nach 2 Stunden Livestream mit Troy und Jerry auch immer so an, als hätte ich einen Abend mit guten Freunden verbracht. Aber das, was ihr da bei uns in den Videos seht, solltet ihr keinesfalls als euren Maßstab hernehmen. Euer Maßstab bei der Auswahl eurer Geräte sollte immer eure Konsumgewohnheit sein. Die für dich besten Vapes sind die, die am besten zu deinen Mustern passen. Und da muss noch lange, lange nicht the bigger, the better sein. Und viel hilft auch wie so oft im Leben auch hier nicht immer viel. Und nun hoffe ich, dass ich auch mit diesem Video ein wenig für Aufklärung sorgen konnte und euch vielleicht sogar davor bewahren konnte, ein Gerät zu kaufen, das zwar auf YouTube hochgehypt wird, aber am Ende gar nicht zu euren persönlichen Konsumgewohnheiten und Konsummustern passt. Wenn ihr euch nun auch für weitere spannende Videos zum Thema thermische Extraktion von Trockenkräutern interessiert, dann schaut doch einfach mal auf meinem YouTube-Kanal oder auf meiner Homepage vorbei. Hier können denn auch all meine 18-Plus-Videos unter einfacher Altersbeschränkung angeschaut werden. Und wenn ihr euch auch einen Vaporizer oder Zubehör gönnen möchtet, würde es mich riesig freuen, wenn ihr vorher an mich denkt und dann über den Link in meiner Videobeschreibung und dann über den dicken grünen Button auf meiner Homepage bestellt. Ihr Lieben, und nun bedanke ich mich wieder einmal recht herzlich für euer Zuschauen. Ich wünsche euch alles Liebe und allzeit genug Kraut für eure Clouds. Ciao! The sun will shine on vapors, crowd clouds. The sun will shine. Vaping crowd clouds, smart vape designs. Healthy bath in modern times. Make you feel fine. The sun will shine.